die in einem Kondensator bei einer Ladespannung von 6 Volt gespeicherte elektrische Energie soll für die Zündung einer Blitzlichtlampe genutzt werden. Die während der Zeitdauer eines Lichtblitzes von 100 Mikrosekunden abgegebene elektrische Leistung beträgt 200 Watt. Berechne die Kapazität des Kondensators. Die angegebene Spannung U beträgt 6 Volt. Die angegebene Zeit T beträgt 100 Mikrosekunden, das heißt 100 mal 10 hoch minus 6 Sekunden oder auch 10 hoch minus 4 Sekunden. Die angegebene Leistung P beträgt 200 Watt. Gefragt wird die Kapazität dieses Kondensators, die wir in Farad ausdrücken. Wir starten mit dieser Formel Leistung gleich Energie geteilt durch Zeit und mit dieser Formel Energie gleich ein halbes mal Kapazität mal Quadrat der Spannung. Wenn wir in der ersten Formel E durch dieses Produkt ersetzen, so erhalten wir P gleich Cu² geteilt durch 2t, woraus wir schließen, dass C gleich ist zu 2tp geteilt durch U². Wir ersetzen T durch 10 hoch minus 4, P durch 200 und U durch 6. Und so erhalten wir für C 1 geteilt durch 900. Und das macht ungefähr 0,0011. Also die gefragte Kapazität dieses Kondensators beträgt ungefähr 0,0011 Farad, also 1100 Mikrofarad.